Yo, yeah, und willkommen beim nächsten Part von PvP. Und ja, dieses Mal ist es wieder eine Gildenrunde. Und im Voraus will ich mal wieder sagen, mit der Maus, die geht nicht. Die wurde jetzt losgeschickt und dann hoffe ich, dass die bald repariert ist. Ein paar Wochen wird das schon dauern. Ist leider so. Gerade eben hatten wir auch Novare-Küste, wir haben gewonnen. Und dann, so, dann geben wir hier mal einen Schutz drauf, auf eine Person. Ja, ich hab's gelesen. Okay, ich filme Remus Griffin, der LP. Kannst du natürlich auch was sagen, wenn du jetzt, du bist ja jetzt in TS. Zafov, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So. Ja. Scheiße! Internet ist weg. Komm, das schaffst du noch. Da! Genau. Das Ziel besteht darin, eine Landeposition für unsere Marine zu etablieren. Primärziel: Verteidigungsbunker der Republik. Primärwaffe: Artilleriestellungen an der Küste. Ich hoffe auch mal, dass jetzt mal eine gute Runde kommt, weil immer wenn wir die letzten paar Male aufgenommen haben, dann haben wir verloren. Und danach hat man dann auch, wenn man jetzt nicht aufgenommen hat, hat man dann gewonnen. Also ich sag mal so, man hat aufgenommen, man hat verloren, die Runde danach hat man nicht aufgenommen und dann hat man gewonnen. Okay, bisschen unsichtbar. Ah, das bin ich etwas nicht ganz so klug. Die ganzen Sachen aktivieren, ja. Okay. Ja, schön. Die Republik hat die westliche Stellung eingenommen. Okay. Die östliche Stellung gehört uns. Hier ist ein Tank, da muss man das auch mal riskieren. Klar doch. So, dann gehen wir west. Südliche Stellung verloren. Wir werden beschossen. Na. Wir gehen hier. Ich höre dich irgendwie ganz schlecht. Irgendwie. Die Republik ist dein Internet nicht so? Erobert die Stellungen sofort zurück. So. Ja, schlecht wird. Jetzt müssen wir west attackieren, weil die Republik konzentriert sich dann auf Süd, weil sie es gerade eingenommen hat. Da muss man immer solche Schnellangriffe starten. Ja. Haben wir eins. So, mit den Hotkeys funktioniert das dann natürlich leider nicht perfekt. So, natürlich ein bisschen angreifen. Deswegen muss ich jetzt leider etwas viel klicken. Hier zum Beispiel wäre dann eigentlich eine Maustaste gewesen. Läuft da nicht so gut, wenn man dann die Eintasten auf einmal auf irgendwo bei den Münster hat. Und dann es auf einmal ändert. Wir greifen hier weiter an. Wenn alle auf einmal angreifen, dann schafft man eindeutig mehr. So, ich hau nochmal erkannt mit Dunkelheit rein. Irgendwie funktioniert das, dass man irgendwie. Ja, kommt schon. Ja, den hier noch. Oh ne. Wir durchdringen den Schild der Republik. Weiterfeuern! Zelo Rangina.
der Arena. Okay, dann soll er wegrennen. Wir nehmen zurück, was uns gehört. Okay, das heißt auf Ost. Oder wir gehen gleich. Süd. Genau, ist einer aus meiner Gilde. Guard of Republic. Das kann aber nicht wahr sein. Also. Ach. Okay, warten wir, bis die Ost abgezogen sind. Warte hier. Okay, machen wir es mal auf eine ganz andere Art. Ja, dann Gelehrter. Wir müssen warten, bis. Warte mal, ich locke die hervor. Ah, nee. Lock du sie, lock du sie. Weglocken. Die Republik hat unseren Bunker beschädigt. Taktik neu konfigurieren, bevor der Angriff scheitert. Arsch. Das schafft man. Naja, aber einiges. So, oft kommen, oft kommen, oft kommen. Ja, mit 9 Medaillen kann ich mich, glaube ich, schon etwas zufriedenstellen. Jetzt geht der Gelehrte erstmal. Ach du Scheiße, ist das hier ein bisschen. Bombig. So. Waffen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich meine, wir haben gerade eben, haben wir 3 Runden gewonnen und jetzt sind wir am Verlieren. Ja, du musst unterscheiden zwischen gegen Republik oder gegen Imperium. Republik gewinnt immer. Ah, dann nehmen wir mal, danke. Ah, geht. Das sind hier, sind wir weg. Ich kann leider nicht ohne den richtigen Maustasten die diese ganzen Attacken richtig nutzen. Warum ändert sich das immer? Shit. Ich verstehe es einfach nicht. So, dann müssen wir Westen an. Einfach Republik gestärkt. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, Programmierer. Ein Feind ist unschlagbar. Natürlich müssen wir unentdeckt bleiben. Oh, Marsch. Aber der Revolver hält der geschlafen. So schubst man die Leute um. Aber das Jump Break.
Fahrzeug von der Arsch. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Das haltet hier auf. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, da ist der Schaumseide. Ach, das ist ein. Nachher aus der Güte. Komm, Alter, ich muss komplett gedeft werden. Scheiße. Verbuggt. Mein Fehler. Da, ich hab mir mal den gelehrt. Oh, Evan-Rüstung war dem Maske peinlich. Da ist der Asten, Data, herkommen hier. Wir müssen jede Bedrohung hier ausschalten, die zu nahe kommen. Ja, so nahe. Den wäre jetzt drin. Da kommt schon, was kommt hier? Nein, nein, hier bleib, hier bleiben. Der ist es nicht wert. Der kommt eh hierher. So. Da ist wieder. Oh, der nennt sich Sith Panther. Ist nicht sonderlich stark hier. Ja. Ich meine aber auf die letzte Sekunde jetzt nochmal die so eine Chance rauszuhauen, das war. Ihr darfst gewinnen, dieses Video ist geil. Also das Video, also das. Diese Runde ist auf jeden Fall Spannung, ich sag mal, bis ans Ende. Wollen wir mal Scheiße. Mitte unterstützen? Mal so eine Frage. Ja, siehst ja. Du mich? Mein Computer hat sich gerade irgendwie aufgehängt. Und zurück. Bewegt irgendwas? Verdammt! Verdammte Scheiße! Ich mach mal Reload. Das ja, trotzdem alles gegeben. Ich meine, guck mal, wir sind einer der Besseren. Du bist jetzt Savov, ne? Okay, kriegst du. Man sieht das, ja. Kommt gleich wieder. Wo mein Computer einsagt. Ja, trotzdem danke für diese geile Runde. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall und erreicht haben wir trotzdem etwas, nämlich dass man nicht aufgeben soll und wirklich bis ans Ende kämpfen soll und nicht sagen soll, ach 20%, wir defen nur noch ein paar Medaillen. Guckt, unsere Leute sind sogar eher die besseren. Und yo, kommentiert und abonniert. Weißt du eigentlich den Kanal? Wenn du noch im TS drinne bist. Ah ja, bin schon da. Ich schreib dir dann nachher mal rein oder gib dir Link, was auch immer. Jo. Kommentiert und abonniert, wie gesagt. Schreibt auf jeden Fall mal rein, was euch gefallen hat und was nicht. Ich schätze, es hat euch gefallen, dass wir weitergekämpft haben. Und dann, jo, winken wir nochmal zum Abschluss. Winken. Und dann, jo. Ciao und bis zum nächsten Part. Ciao.